Guten Morgen, ihr Lieben. Schöne Grüße aus Vila Moura, Algarve, Portugal. Wir haben unsere erste Nacht super überstanden hier und sind jetzt hier an der Playa, am Strand, Vila Moura. Super, super schöne Erinnerung für uns, weil wir, wie gesagt, hier über ein Jahr gelebt haben. Sind wir froh, dass wir heute nochmal sozusagen diesen kompletten Tag Stopp hier haben, um hier die Zeit zu verbringen. Das Wetter ist zwar nicht so sonnig, aber trotzdem 24 Grad und schön. Ja, da ist der Hafen Vila Moura, Strand. Und da hinten geht es nach Guateira. Und ja, Guateira werden wir natürlich auch noch machen. Das gucken wir uns auch noch alles an und dann fahren wir zu einem Campingplatz hoch. Da füllen wir unser Wasser wieder auf. Mache ich auch sicherlich nochmal ein Video dann von, dass ihr das seht. Dann sind wir wieder mit Wasser ausgestattet zum Duschen und fürs Händewaschen und alles. Ja, und dann suchen wir uns für heute Abend einen schönen Platz, einen neuen. Wir gucken, ob wir was romantisch am Strand kriegen zum Campen. Ansonsten schauen wir, wo wir uns hinstellen und ja, zeigen euch dann, wie wir da übernachten werden mit unserem Volkswagen Gran California. Bis jetzt sind wir nur begeistert, wie gesagt, bis auf die Panne, die wir hatten in Deutschland mit dem Licht, was anging da von der Motorleuchte. Ansonsten sind wir nur begeistert bis jetzt und sagen Daumen hoch. Wir freuen uns, dass wir das neue Projekt angefangen haben. Ist einfach nur cool. So, jetzt haben wir gerade, lassen wir unser altes Wasser ab. Muss man nur so einen kleinen Hahn aufdrehen, das war's. Frischwasser haben wir schon eingefüllt hier vorne. Ich zeige euch das kurz mal. Das haben wir jetzt nicht gefilmt. Hier in Portugal, wie gesagt, auf dem Campingplatz steht auch drauf, 2 Euro. Hier unten schließt man es dann an und dann geht's, steht auch hier dran, 100 Liter, 5 Minuten ungefähr. Und entweder es geht automatisch aus oder ihr nehmt noch mehr auf. Das ist hier, wie gesagt, so ein Stellplatz in Portugal an der Algarve. Da könnt ihr für 3 Euro stehen, wie gesagt, für 2 Euro Wasser auffüllen. Wir machen jetzt nur Wasser auffüllen, das ist dann gratis. Und man kann hier, wie gesagt, aber auch für 3 Euro die Nacht stehen und halt, ja, wie gesagt, Strom hat man, Abwasser hat man, alles da. So, jetzt schauen wir hier nochmal auf unser System. Wasser sehen wir gerade, wir haben also voll Frischwasser, Abwasser fast gar nichts. Können das Ganze wieder ausmachen und dann kann es weitergehen. Schaut mal, ich bin ja ein Tierfan. Das ist vom Staaten gemacht, das Katzenhaus, richtig mit Deckchen, mit Futter, mit allem. Da sitzt auch schon eine, ja, Bienestar Animal, also für das Wohlbefinden des Tieres. Einfach mal in Portugal vom Staat gemacht, dass die Katzen auf der Straße sich wohlfühlen. Und sind alle kastriert. Finde ich gut. Daumen hoch. Oh, das ist so geil. Am Strand laufen wieder. Ist auch die Sonne rausgekommen. Und einfach mal gucken, wie kalt der Atlantische Ozean hier in Portugal ist. Der war nämlich immer sehr, sehr kalt. Da ist es auf Teneriffa deutlich wärmer. Und zum Muscheln suchen ist das hier immer schön. Wenn man sehen kann, aber hier kann man ganz viele Muscheln finden. Na, dann schauen wir uns doch mal die Wassertemperatur an. Ah, ja, ist kalt. So, das ist unser Schlafplatz heute. Wir haben uns nicht direkt an den Strand gestellt. Einmal, weil da nur die Sonne scheint und es knallheiß ist. Und zum zweiten, weil da schon noch viele Touristen auch unterwegs sind. Und jetzt stehen wir hier unter so einem schönen Baum. Und wenn wir zum Strand wollen, müssen wir einfach nur da durchlaufen durch die Palmen. Und dann sind wir am Strand. Und eine schöne Cafeteria in der Nähe. Also werden wir heute hier übernachten. So, jetzt sind wir drin, haben wir die Fenster offen. Und hier unser Mücken. Türchen zugemacht. Ja, oben kann man auch sehen, kann man Fenster aufmachen. Haben jetzt auch alles mal zum Lüften aufgemacht. Hier oben auch ganz viel Stauraum. Unser Bettchen. Hinten haben wir auch die Fenster auf. Und ja, wie gesagt, man kann hier ganz super drin laufen, alles machen. Man hat zu zweit mega viel Platz. Und wenn man jetzt noch ein Kind bei hat, ist es auch prima. Was wir auch festgestellt haben, was schon viele Leute gesagt haben, die den Wagen ja schon getestet haben, ist,
dass wenn du hier mit 4 Erwachsenen drin bist, dann wird es zu eng. Also 4 Erwachsene, glaube ich, ist auch Quatsch für dieses Auto. 2 Erwachsene, ein Kind ist super. Oder maximal noch 2 Erwachsene und 2 kleinere Kinder. Ansonsten wird es zu eng. Ja, dann, wie gesagt, kann man sich hier schön bequem machen. Oben, wie gesagt, wäre das andere Bett noch. Und so werden wir dann jetzt gleich einfach zum Strand und den Rest des Tages verbringen. Bis bald. Hallo, ihr Lieben. So, das sind jetzt so gefühlt die Sachen, die kaum in so Roadtours oder Campingvideos gezeigt werden. Aber ich bin einfach jetzt mal 1 Minute lang gelaufen und liege an einem wunderschönen Strand in Portugal. Und das kann ich natürlich auch vom Hotel aus haben. Aber das Tolle ist, und das finde ich echt cool, wenn mir der Strand nicht mehr gefällt, dann setze ich mich ins Auto und fahre einfach zu einem anderen und kann mich da an den Strand legen. Also das ist irgendwie, was ich festgestellt habe, weil für mich ist ja Campen auch neu so mit Wohnmobil. Einfach so cool, dass du ja dein eigenes Haus immer dabei hast und du stellst dich einfach hin, wo du Lust hast und da, wo es natürlich erlaubt ist. Und dann ja, kannst du alles genießen, was die Natur dir bietet. Also wieder Daumen hoch fürs Campen. Yeah.